Joa, da kriegen wir ein bisschen Illyrium. Kaputten Kram. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass das meiste davon kaputt ist. Auf der anderen Seite, ich meine, wir brauchen das wahrscheinlich sowieso erstmal nicht. Und 90 Credits, warum nicht? Hatten wir noch irgendwo Platz, um was zu bauen? Ja, theoretisch können wir hier und da noch was bauen, wenn wir das möchten. Die Frage ist, was kann man überhaupt noch bauen, was sich lohnt? Nicht so richtig eigentlich. Naja, Labore brauchen wir nicht. Werkstätte brauchen wir eigentlich auch nicht. Lasse ich erstmal frei. Wir haben gar nicht so viel Meld jetzt. Na gut, wir haben auch gerade den Paladin aufgewertet. Oh, noch einen von unseren Leuten irgendwie psi-mäßig aufgewertet, nicht psi-mäßig. Unser letzter Kandidat ist Oh. anders. Wir empfangen Werte an psionischer Energie, die sich von denen der vorherigen Tests unterscheiden. Oh. Seit die Menschheit zum ersten Mal den Sternenhimmel betrachtete, fragt sie sich, was dahinter liegt. Nur wenige haben allerdings den Blick nach innen gewagt. In der menschlichen Seele liegen mehr Geheimnisse verborgen, als wir es uns vorstellen können. Wie ironisch, dass der Schlüssel zum Sieg über unsere Feinde nicht Waffen oder Kriegsgeräte sind, sondern in unserem Inneren verborgen liegt. Und wenn wir erfolgreich waren, haben wir einen Vorgeschmack darauf erhalten, was kommen wird, und erschafften etwas Außerordentliches. Tja, die gute Colonel Abby Taylor ist also begabt. Na gut, wen können wir noch in das Psi-Labor stecken? Vielleicht könnten wir Cinch mal da reinschieben. So, Soldaten anzeigen. Gute Frau Taylor. Warum hast du jetzt so eine Waffe in der Hand? Du bist doch Scharfschützin. Achso, das ist ein Scharfschützen. Okay, das ist ein Scharfschützengerät. Ja, du hast relativ viel Wille auch tatsächlich. Muss ich sagen, das lohnt sich bei dir natürlich tatsächlich recht hart. Du hast schon zwei Orden, du brauchst noch mehr Orden. Die kriegt jetzt noch. Ja, wobei, das Ding. Kraft zuweisen, was war denn das? Gesamte Trupp. Das lohnt sich nicht so. Die Willenskrafterhöhung im Gefecht ist ziemlich gut. Und weißt du was? Das kriegt die jetzt auch. Sie bekommt jetzt die Sternkokarde von Terra. So. Ja, sowieso ihren Orden schon mehr als verdient, die gute Frau. Jetzt kriegt sie noch mehr Willen. Ist damit dann jetzt bei 95 standardmäßig im Gefecht. Und naja, alles andere, was sie da hat, ist ja auch ziemlich übel. Von daher. Gut. Tja, wir haben ein paar mehr Legierungen Haben gefunden, wir aber keine ich weiß ethische nicht. Verpflichtung, diese Soldaten vor den Veränderungen, dauerhaften Es ist halt die Veränderungen, Frage die sie jetzt, erwarten, zu warnen? was wir da noch machen können. Wir könnten erstmal noch eine Legierungskanone brauchen, beziehungsweise, na, die EMP-Kanonen waren ja auch recht interessant. 6 kriege ich nicht hin, 4 kann ich mir kaufen. 5 meine ich. Ja, ich brauche auch nur 5, ne? Pro Kontinent. Ja, 5 Stück. Ich würde sagen, danke. Das wird in die Geschichte eingehen. Es ist das Ende einer Ära für die Menschheit. Auch wenn wir die letzten Aliens besiegen, was dann? Haben wir unsere Menschlichkeit für einen Vorgeschmack auf ihre Technologie aufgegeben? Wenn wir diese Macht weiter nutzen, riskieren wir dann, von ihr gefressen zu werden? So wie es ihnen vermutlich selbst gegangen ist? Tja, das Ding hat weniger Reichweite, dafür mehr Schaden und deutlich mehr Präzision. Das heißt, die müssen eigentlich nur noch einmal rankommen, draufhalten und dann läuft das. Zumindest ist das, glaube ich, so.
Wir bauen erstmal unsere ganzen Demons um mit einer EMP-Kanone. Das dauert 24 Stunden, das sollte also passen. Außerdem haben wir ja überall noch einen Raven. Die sind zwar nicht so doll, ne? Aber die kriegen jetzt trotzdem einfach mal Plasma-Kanonen da dran gebaut. Weil es geht und weil ich die ja sowieso noch habe, die Plasma-Kanonen. So. Hier haben wir noch einen Raven mehr, als wir brauchen. Wir haben an zwei Stellen noch mehr Ravens, als wir brauchen, nämlich in Asien und hier. Okay. So, ich denke, zwei pro Kontinent reichen. Kriegen noch alle Plasma-Kanonen. Die Laserkanonen könnte man verkaufen, wenn man sie verkaufen könnte. Kann ich aber nicht. So. Dauert jetzt hart mit der Umrüstung, aber das passt schon. Hoffe ich. Die 24 Stunden. Wow. Rums. Einmal die Liste durch. Okay. Was haben wir denn da? Augenzeugenberichten zufolge bewegen sich Aliens ungehindert durch eine amerikanische Großstadt. Wir wissen noch nicht genau, was sie vorhaben, aber wir dürfen bei diesem Eindringling kein Risiko eingehen. Die Zentrale liefert ihnen einen kompletten Lagebericht, wenn ihre Leute vor Ort sind. Lasst mich raten, da steht schon was von Entschärfung. Das ist bestimmt wieder eine Bombe. Na prima. Egal, verringerte Tarnung, passt schon. Und hier, pass mal auf. Han Solo, es tut mir leid, du musst weichen. Und zwar der guten Abby. Jetzt noch ihre Psi-Fähigkeiten ein bisschen trainieren muss. So, Laserpistole kriegt sie auch und sie kriegt dann jetzt Crap. Sie sollte eigentlich auch ein Ding kriegen für damit sie Dingens. Moment, warum sieht denn jetzt überhaupt wieder so aus? Ach, die ist gar, ach, die ist noch gar nicht genmodifiziert. Die muss noch genmodifiziert werden. Oh, das sollte ich dann auch demnächst mal angehen. Ja, Moment. Gab es da... Ach nee, da konnte man nur die Farbe ändern. Das Rüstungsdekor nicht. Naja, passt schon. Dann ist das wohl jetzt gerade erstmal der Trupp, der da hingehen wird. Puh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Für gewöhnlich rockt die das ja ziemlich hart und naja, ich muss jetzt halt Psi-Fähigkeiten mit ihr machen. Das heißt, unter Umständen kann ich sie nicht so gut benutzen wie sonst. Da müssen wir das ausprobieren. Weil ja hauptsächlich Thin-Men dabei sind und die müsste ich eigentlich damit auch one-hitten können. Glaube ich, das müssen wir schauen, ob das funktioniert. Und vor allem, ob die da nicht vielleicht zu resistent gegen sind, das weiß ich gerade gar nicht. Wie die Thin-Men auf sowas reagiert hatten. Weil ich glaube, relativ schlecht. Also, ich glaube, die haben nicht so viel Psi-Abwehr. Wir werden sehen. Zur Explosion gebracht werden soll. Falls die Aliens das Ding fertig aufladen und es hochgeht, haben wir massenweise Opfer im ganzen Stadtgebiet. Ist mir schon klar. Okay, das ist eine relativ straightforward, die Karte. Es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, ich weiß es Zeit, doch. Um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Wir haben ein neues Lass mich Ziel. Doch jetzt erstmal gerade dichte. So. Ja, da wird es erstmal einmal unsichtbar. Und da gucken wir hier um die Ecke. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch einfach mal da um die Ecke schauen. Sehen aber auch nichts. Na gut. Dann möchte ich, dass du einmal um diese Ecke hier gehst und guckst. Da wirst du auch unsichtbar. Das ist gut. So. Da sehe ich auch aktuell erstmal nichts. Das ist nicht schlecht. Okay, dann so. Machen wir erstmal eins von diesen Dingern aus. Sehr gut. Sie haben noch einen ausgeschaltet. Okay. Wie ist denn das? Du kommst bis da oben hin, theoretisch, nicht? Das ist doch wunderschön. Dann möchte ich, dass du tatsächlich mal da aufs Dach gehst. Sniper auf dem Dach ist immer gut. Leider hast du noch nicht diese tolle Sprungfähigkeit, aber hey. Passt schon. Ist hier drin ist kein so ein Ding. Das hatten wir jetzt gerade schon geguckt, aber da drüben ist noch eins. Das heißt, du kannst da mal um die Ecke gehen. Du kannst mit ihr theoretisch... Ja, Moment. Wir gehen dann gleich auch durch den Raum wahrscheinlich einmal durch. Mit Rahman und wahrscheinlich auch unser Mac. Ja, du kannst dich erstmal da so hinstellen. Mal schauen. Mal schauen. Es passiert erstmal gar nichts. Na gut. Springt die da jetzt
Da ist auf jeden Fall volle Deckung, aber die springt ja tatsächlich bei übers Dach. Na dann. Wo sind jetzt die Aliens? Waren die hier oben oder wie? Ah, da hinten sind welche. Okay. Das klingt jetzt scheiße, ne? Aber können wir das vielleicht wieder... Die sehen mich jetzt wahrscheinlich, oder? Noch haben sie mich nicht gesehen. Oh, das ist so böse. Jedes Mal. Jedes Mal. Peng. Ach, du kannst noch weiter. Dann kannst du erstmal das Ding da ausschalten. Und dann kannst du noch weitergehen. Energieknotenpunkt ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, Energieknotenpunkt deaktiviert. Jo, I know. Da haben wir volle Deckung. Oh, hallo. Oh, noch mehr. Warum haben die, wen haben die, wie haben die, was haben die gesehen? Was haben die jetzt gerade gesehen hier? Doch nicht, haben die die, nein, das geht ja nicht. Weil, verstehe ich jetzt gerade nicht. Haben die den da oben vielleicht gesehen? Das kann natürlich sein. Das ist zwar schade, aber was will man machen? Warte mal. Wo ist die Bombe? Ist die Bombe da hinten drin? Ich weiß es nicht, aber... Ich komme nicht weit genug, schade. Die können die ja eigentlich nicht gesehen haben, weil die anderen haben sie ja auch, also die anderen haben die ja auch nicht gesehen, das heißt, warum sollten die die gesehen haben? So. Von hier vielleicht? Kannst du vielleicht auf irgendwen schießen da? Tatsächlich, du kannst auf den da hinten schießen. Zumal die ja eh schon, die wissen ja aus irgendeinem Grund, dass wir hier sind. Das heißt, auf die kann ich auch schießen. Wenn ich die sehe, die da hinten, solange ich die jetzt erstmal gerade nicht sehe, ist das nicht so schlimm. Ich könnte einen... Jo, pass mal auf, wir machen mal einen Ghost. Und dann gehst du noch einen weiter nach vorne. Dann kannst du in der nächsten Runde vielleicht jemanden mit dem coolen Geisterzeug erwischen. Du kannst mal versuchen, den da hinten umzubraten. Die Chance ist nicht so hoch, aber du triffst. Das ist doch erfreulich. Und Rahman darf... du kannst mal nach da laufen. Ock. Wow, shit. Wow, shit. Crap. Ich glaube, Rahman hat ein Problem. Ich glaube, wir haben alle ein kleines Problem. Uh-oh. Der aktive Sensoren. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal weggepustet. Auf die Entfernung. Yep. 12 Schaden. Ja. Okay, das ist jetzt hart. Das könnte ein Problem werden. Okay, sie ist geghostet. Danke, dass sie geghostet ist. Erstmal. 4 Schaden. Nochmal reaktive Sensoren hat er leider nicht. Ich weiß nicht, was die gesehen haben und auf was die jetzt schießen werden, aber ich glaube, die werden alle auf meinen Mac schießen. Der muss jetzt ein bisschen aufpassen, der Twitch da hinten. Okay, ja, und du wirst wahrscheinlich, genau, du schießt auf Rahman und du triffst Rahman nicht mal. Gott, bist du eine Null. So, wo möchtest du hin? Du schießt auch auf Rahman. Von da unten und der trifft auch noch. Unglaublich. Die haben jetzt das Ganze auch mitgekriegt. Nahkampfspezialist, da kriegt er erstmal ins Gesicht. Leider, das ist nicht so gut. Weil sie da jetzt auch sehr schlecht steht und enttarnt wird. Aber ich bin dran. Das haben die nämlich auch jetzt erst so richtig mitgekriegt. Okay. Jetzt müssen wir das erstmal irgendwie ein bisschen regeln hier. Wie sieht das aus? 100%, 100%, 100%, 100%. Das heißt, du könntest theoretisch irgendwen von da hinten killen. Den nicht ganz töten. Ja, das ist ein bisschen ungünstig gerade. Wie machen wir denn das? Ich möchte eigentlich schon gerne, dass du irgendwie ein bisschen in Deckung gehst, weil du stehst da recht unpraktisch. Also, ne, das sind halt sehr viele, die dich killen könnten. Das möchte ich gar nicht. Das heißt, du tötest jetzt den hier. So. Und stehst dann erstmal außer Deckung. 18 Schaden. Wow. So.
Der da hinten 99, der da nicht ganz so viel. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den da vorne, den hier vorne ausschalten, denke ich. Und zwar von hier. Dann flankieren wir den. So, dann sind das nämlich 100%. Der da hinten 99, okay, der auch. Okay, naja. Töte ihn. Dann steht er nämlich erstmal nicht im Weg. So. Bei dem Rest, ne? Das sind hier alles relativ viele. Ich weiß leider nicht, wo die Bombe da ist. Und ich habe immer Angst, dass ich die Bombe mit der Rakete... Da ist die Bombe. Von wegen, ich weiß nicht, wo die Bombe ist. Ich habe halt immer Angst, dass ich die Rakete, die Bombe in irgendeiner Art und Weise kille. Das wäre nicht so gut. Deswegen mache ich das vielleicht lieber nicht. Gut, dass die inzwischen immun sind. Ja, da ist die Bombe, ich weiß. Jetzt entschärfen Sie sie, bevor sie diese Stadt zerstört. Ja, wir haben ja noch 3 Runden Zeit. Warum hast du nur so wenig Chance, die zu treffen? Das ist aber nicht schön. Dann töte den mal bitte, wenn es geht. So, geht. Das ist doch schön. Ach, du bist ja auch noch da. So, gut. 70%? Kannst du den vielleicht von irgendwo noch besser töten? Von da wahrscheinlich, aber... Ja, komm, 70%. Nice. Zudem, das sind ja halt auch nur dünne Männer, ne? Okay. Die haben Plasmapistolen, ne? 90%? Pitzel, wir haben einen dünnen Mann festgenommen. Eine Plasmapistole mehr. Also ich glaube, das sind Plasmapistolen, ich bin nicht ganz sicher. So, 100%, töte ihn. So. Das wird wunderbar, funktioniert erstmal. Ich glaube, es lebt auch, genau, es lebt keiner mehr davon, das ist schön. Dann, hallo, erstmal möchte ich, hallo, möchte ich auswählen da. Danke. Dann wählen wir dich halt so aus. Dann werde ich erstmal. Mach meinen Bomber aus. Schön. Sie sind fast fertig. Beseitigen Sie den restlichen Widerstand, bevor Sie zurückkommen. Ja, das ist der Plan. Achtung, Strike One. Feindkräfte nähern sich Ihnen. Ich noch, nee, da oben gibt es leider keine volle Deckung. Schade. Ziel wurde aktualisiert. Hier gibt es irgendwo volle Deckung. Da zum Beispiel. Das heißt, wir holen uns jetzt mal überall volle Deckung hier. So. Du kannst eigentlich hier oben drauf stehen bleiben und das da machen. Du. Wie machen wir das? Ich hätte eigentlich ganz gerne, dass der noch geheilt wird. Ich habe ein bisschen Angst um den. Zumindest ein kleines bisschen. Machen wir das so. Dann seid ihr da unten halbwegs geschützt. Weil er einfach das macht. Und dann kannst du ihn einmal heilen für 10. Das ist nicht voll, aber immerhin. So. Und du. Stehst da halt so drin, das lohnt sich irgendwie nicht. Geh mal dahin, dann kannst du da um die Ecke und aufs Dach gucken. Ich glaube nämlich, die meisten davon werden wieder auf dem Dach irgendwie spawnen. Oder auf dem LKW, das kann gut auch immer sein. Ja, da ist eine Tarnung weg, prima. Weltposten? Weltposten, oh. Ich dachte mal, der da hinten einen Reflexschuss. Macht die auch einen Reflexschuss. 2 sind tot. Keinen Reflexschuss mehr. Da hinten ist noch irgendwo einer gestorben. Du kriegst... Bist du reflexschussartig erwischt oder so? Scheinbar nicht so. Oder? Nö, du nicht. Wer ist er da? Wo kommt er denn jetzt noch weg? Hast du noch irgendwen in Reichweite? Nein, schade. Der ist tot. Okay, der hier oben nervt mich ein bisschen. Den muss ich irgendwie noch gleich killen erstmal. Du kannst... den oder den? Moment, du hast blitzschnelle Reflexe. Das heißt, mach erstmal, dass die nicht mehr nerven. Hallo? Warum bitte getroffen? So war frech. Ich dachte, es geht beides daneben jetzt. Scheinbar ist das nicht der Fall. Na gut, dann nicht. Ja, ne? 100%. Zack. Den da. Mach mal. 17 Schaden.
Boah, das ist so hart. Geh mal da hoch. Hüpf. Und du hast ja blitzschnelle Reflexe, das heißt, er trifft dich nicht. Außerdem konntest du halt da hochspringen, das heißt, das kostet dich, glaube ich, weniger Bewegungspunkte. Ich bin gar nicht ganz sicher, ob das tatsächlich stimmt. So, Sturm und Schuss. Wir gehen mal nach da, weil dann flankierst du den und sollst ihn eigentlich auch killen können. 100%, komm, gib ihm. Zack! Fällt er rein? Nein, er fällt nicht rein. Er fällt rüber. Gut, Bombe entschärft. Sichern Sie das Gebiet und begeben Sie sich zum Sky Ranger. Ja, das war ja erstmal jetzt wieder kein Problem, was? Ist ja ganz gut gelaufen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Aufseher-UFO. Ich glaube, das wird ein bisschen komplizierter. Naja. Ausgezeichnet, Commander. Oh, schade, keine Beförderung für Psi-Kräfte. Da war natürlich auch nur ein Toter. So, ein leichtes Plasmagewehr, verdammt. Ich dachte, wir kriegen da vielleicht eine Plasmapistole für. Mist. Na gut. Dann haben wir noch ein paar Credits gekriegt. Leider fehlt es mir im Moment eher an Illyrium. Das bringt mir gerade nichts. In der Gießerei. Konnte ich da nicht theoretisch auch noch irgendwas... Verbesserter Flug brachte mir gar nichts. Verbesserter Bau bringt mir theoretisch noch was. Da brauche ich aber noch Sektopods für. Und ich glaube, den Kram für... Okay. Für meine Macs oder für den Mac, besser gesagt, haben wir auch erstmal so. Okay, passt schon. Scannen wir mal weiter. Ah, da ist das verbesserte, die verbesserte Pistole 3 fertig. Schön. Da ist das Aufseher-UFO. Okay, Demon mit EMP-Kanone. Tu deinen Job. Mit den normalen Abfangjägern, da fliegt das UFO halt einfach weg. Das ist ein bisschen unpraktisch. So, ich gucke mal, dass wir versuchen... Töte es. So, bevor es wegfliegt, habe ich lieber noch die Ortung angeschmissen. Weil 1,6 Sekunden, das war knapp. Okay, wir haben Aethra, Elite-Mutons, Sektopods und Drohnen. 13 Leute. Okay, das wird einer der Einsätze, die wahrscheinlich alles entscheiden werden. Ich überlege gerade, ob ich hier... Yep, zurück zur Einsatzbesprechung. Ich möchte, bevor es losgeht, wenn wir können, noch einen Chitin-Panzer bauen. Das ist mir gerade wichtiger als das zusätzliche Medipack. So. Okay, der Chitin-Panzer für dich, damit du auch noch mal mehr Leben hast, denn das wird jetzt relativ hart, schätze ich. Okay, wir haben zwei Sturmsoldaten. Ich überlege, ob ich wirklich zwei Sturmsoldaten oder ob ich... Nein, schade. Wir haben keinen zusätzlichen... keinen zusätzlichen Heavy mehr für mehr Firepower gegen Sektopods. Okay, ich hätte eigentlich ganz gerne, dass du noch einen... Wir haben nur noch ein leichtes Plasmagewehr, das ist ungünstig. Ich gehe noch mal kurz raus. Können wir noch in irgendeiner Art und Weise vielleicht genug Kram zusammenkratzen, um dir eine Legierungskanone zu bauen? Das Illyrium haben wir nicht, das kriegen wir auch nicht. Können wir vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise ein Plasmagewehr-Dingens bauen? Wo ist denn das? Da, Plasmagewehr. Auch da Illyrium können wir uns leider nicht leisten. Das ist schade. Ich würde noch eine Plasmapistole bauen, aber ich glaube, das hilft uns nicht. Dann muss es wohl so funktionieren. Okay. Das ist mein Team. Ich hoffe, das wird es richten. Wie sieht denn das bei dem Moment? Du hast aktuell dieses... Moment. Du kriegst jetzt das leichte Plasmagewehr. Du bist Sunny. Bei dir ist das nicht ganz so wichtig. Du kriegst jetzt das schwere Plasmagewehr. Du bist nämlich Sturmsoldat und kannst zweimal schießen pro Runde mit diesem Gerät. Das wäre sehr gut. Oder das ist unter Umständen sehr gut. Okay. Ich würde sagen,
Auf geht's. Die wahrscheinlich bisher deutlich schwerste Mission. Ich habe Angst vor dem Ätherer. Wenn der irgendwie die Schüsse irgendwie zurückschießt oder wie auch. Ich habe ja immer noch keine Ahnung, wie ganz genau das funktioniert. Wenn da so ein Plasmaschuss zurückkommt, dann ungünstig. Achtung! Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab.